Was machen junge Menschen, wenn Bars und Diskotheken dicht sind seit Monaten, eben wegen der Pandemie? Und das auch noch bei meist schlechtem Wetter im Norden? Ja, das hat uns auch überrascht. Man trifft sich nun im Auto auf Parkplätzen, ja, um zu schnacken, um die neuesten Tuning-Erfahrungen auszutauschen und auch leider, um durch Innenstädte zu rasen, sich manchmal auch illegale Rennen zu liefern. Wir haben uns auf die Suche nach dieser Autoszene gemacht. Unter dieser Brücke in Oldenburg trifft sich regelmäßig die lokale Autoszene. Solche Treffen gibt es seit Corona häufiger. Sie verabreden sich über soziale Medien. Was alle eint? Die Leidenschaft fürs Auto. Das spielt es halt wirklich gar keine Rolle, was man ist, wer man ist, sondern es zählt nur die Begeisterung zu den Autos, der Spaß. Was man fährt, ist vollkommen egal. Wir haben echt viele Frauen dabei. Teilweise dann die Freundinnen, die darüber in die Gruppe kommen. Teilweise auch Mädels, die sich selber total für Autos begeistern. Ich bin selber Kfz-Mechatronikerin und habe halt, also mein Herz schlägt für Autos. Nach und nach füllt sich der Platz. Etwa 20 Autos sind inzwischen gekommen. Manche Autos sind aufgemotzt, zum Beispiel mit getuntem Auspuff. Aber es sind auch Kleinwagen dabei. Wir wollen wissen, ob manche auch Autorennen fahren. Ich glaube, bei uns in der Gruppe sind schon welche dabei, die auch Rennen fahren, ja. Aber in der Gruppe selber, also die Gruppe ist nicht da, um Rennen zu fahren. Es geht in unserer Gruppe nur darum, sich über Autos auszutauschen und in Kontakt zu haben. Der Plan für heute Abend? Sie wollen andere Autofans aus ganz Norddeutschland treffen. Wegen Corona seien sie dabei schon vorsichtig, erzählen sie. Dann startet der ganze Konvoi Richtung Wilhelmshaven. Wir werden sie später wieder treffen und hören von einem anderen Phänomen. In Bremen soll sich die Autoszene wilde Fahrmanöver liefern, wie schockierende Videos zeigen. Im letzten Video fuhr ein Auto sogar auf der Gegenfahrbahn. Wir erfahren, vor allem in der Bremer Überseestadt soll ein Treffpunkt für Raser sein. Direkt an der Straße liegt der Barbiershop von Khalil Webe. Eigentlich wohnen der Barbier und sein Kunde Sascha gerne hier. Doch besonders bei gutem Wetter nutzen Raser die langgezogene Straße, um mit ihren Autos richtig Gas zu geben, erzählen sie. Ich sag mal, 50 ist erlaubt und wenn sie dann mit 80 oder 100 durchfahren, dann brauchen wir mal ein Kind langlaufen oder du brauchst noch mal die Tür aufmachen oder ein Fahrradfahrer kommt aus der Seitenstraße, der ist vorbei. Für mich, ich habe kein Problem, wenn die Leute kommen hier mit gut schönes Auto, aber bitte fahr langsam. Aber bitte, ich habe Kinder und das ist mein Problem nur. Sie beobachten häufig Sportwagen, Maserati, Ferrari, Audi oder BMW. Viele der Wagen seien auch getuned. Geht auch bei geschlossenen Fenstern, hört man das. Das ist wirklich laut. Wir haben alle Sportauspuff. Fast 2 Kilometer zieht sich die Konsul-Smith-Straße schnurgerade durch das Quartier. Offenbar verstehen manche das als Einladung. Der Lärm dröhnt dann durch die ganze Straße. Viele Anwohner sind davon genervt. Wir wollen mit ihnen sprechen. Vor die Kamera trauen sich nur wenige. Die Rentner Kerstin Hollmeier und Karl-Heinz Rusch wohnen seit 6 Jahren in der Überseestadt. Brenzliche Situationen beobachten sie immer wieder, erzählen sie uns. Wir haben ein kleines Mädchen bei uns im Haus, die fährt immer so einen kleinen Roller, so einen Tretroller. Und ich hatte jetzt mal einen Tag, habe ich ganz laut geschrien, ich sage, bleibst du stehen, ganz böse. Und sie drehte sich ganz erschrocken um. Ich sage, da kommt ein ganz schnelles Auto, bleib stehen. Und sie guckt nach oben, danke, schrie sie ganz groß. Anfangs hätten sie noch versucht, die Raser zur Rede zu stellen. Wenn wir wirklich mal was sagen, du fahr mal ein bisschen vorsichtiger hier durch, ne? Dann wird man bedroht oder sonstiges und das geht nicht. Hast du auch schon was zu sagen? Bist du in der Schnauze? Ja, ganz böse, ne? Ja. Haben wir alles schon hinter uns. Und seitdem sagen wir einfach gar nichts mehr und schweigen. Inzwischen gibt es bei der Polizei in Bremen eine eigene Kontrollgruppe für Raser und Poser.
Erst vor 5 Tagen kontrollierte sie für mehrere Stunden in der Überseestadt und hat diverse Raser erwischt. Wir haben diverse Verkehrsverstöße festgestellt, 24 an der Zahl und anderem mit Geschwindigkeitsverstößen. In der Spitze ist ein Pkw-Fahrer mit 128 km/h gemessen worden bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50. Das ist schon immens für diesen Bereich. Wir haben aber schon mit Beginn der Maßnahmen im April, wo wir unsere Kontrollgruppe Poser Tuner entsprechend gestartet haben, bisher 58 Verstöße in diesem Zusammenhang festgestellt. Wie schlimm ist es hier wirklich? Auch wir erkunden das Viertel. Es ist Freitagabend und wir wollen mal gucken, ob wir Leute aus dieser Szene heute hier treffen können, mit denen sprechen können und vielleicht auch was sehen. Doch in dieser Straße sehen wir nur einzelne protzige Sportwagen. Wir fahren weiter durch Bremen, sehen 3 teure Autos. Kurz danach beobachten wir diese Szene. Ob es die gleichen sind, unklar. Wir bekommen einen Tipp, können jemanden treffen, der wohl Rennen fährt. Er will nicht erkannt werden. Wie schnell fahrt ihr da so? Es kommt halt ganz drauf an. Wenn nichts los ist, kann man da schon mal mit 150, 160 fahren oder auch schneller manche Leute. Und wenn viel los ist, dann lässt man es halt. Die Geschwindigkeit auszukosten, das sei einfach ein Spaß. Die Gefahr, Nebensache. Man blendet das in solchen Momenten auch manchmal einfach aus, würde ich sagen. Man denkt da nicht dran. Man fährt und man freut sich, dass man fährt, aber man achtet vielleicht nicht auf das, was passieren kann, die Konsequenzen. Für wie viele Unfälle Raser verantwortlich sind, ist schwer zu sagen. Die Polizei wertet das nicht extra aus. Wir treffen die Oldenburger Autoszene wieder. Auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Wilhelmshaven drängen sich wohl 100 Autos. Sie hoffen, dass sie sich ungestört treffen können. Aber es ist auch ein Schaulaufen von schicken Felgen und frisierten Motoren. Dann macht ein Gerücht die Runde. Habt ihr gehört? Kommt anscheinend eine ganze Kolonne an Polizisten her. Den Kennzeichen nach kommen sie aus allen möglichen Landkreisen. Hau rein, Jungs! Es ist erst seit Corona auf jeden Fall so. Also früher war man vielleicht bei Freunden, hat mal ein bisschen bei Freunden gechillt, Fußball geguckt, sage ich jetzt mal oder so, aber jetzt kann man nichts mehr machen. Man kann nirgendwo hin, deswegen fahren wir nur rum. Was halten Sie vom Rasen auf offener Straße? Machen das manche hier auch? Wir sind alle leidenschaftliche Tuner. Ja, ist klar, dass es überall schwarze Schafe gibt, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass wir jetzt alle Raser sind. Schnellfahren eher nur auf der Autobahn, wo es erlaubt ist, sonst eigentlich nicht so. Nein, sonst geht es mir nur um die Optik. Dass die ganze Zeit nur rasen, das sehe ich nicht so klar. Hier ist das jetzt zwischendurch mal so, dass sie ein bisschen posen wollen oder irgendwie gucken, was kann ich oder wie auch immer. Aber das finde ich gar nicht so. Eben weil da so viel Herzblut drin steckt und das Auto halt für die was Wichtiges ist, riskieren die eigentlich auch nichts. Dann kommt wirklich die Polizei. Wir möchten Sie bitten, aufgrund der immer noch bestehenden Pandemie, die entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Wir geben Ihnen jetzt Gelegenheit, diese Vorgaben umzusetzen. Sollten wir jetzt im Nachgang zu dieser Durchsage noch Verstöße feststellen, sind wir gezwungen, diese aufzuahnden. Schnell lernt sich der Parkplatz. Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Polizei heute nicht kontrolliert. Trotzdem, für dieses Wochenende ist das Autotreffen hier erstmal vorbei.